Wir haben die Firma Cybex jetzt hier. Das ist der Priam 2 in 1. 2 in 1 bedeutet einfach, wir haben Sportwagen und Wanne in einem. Das zeigen wir gleich, wie das umgebaut wird. Die Besonderheit bei dem Wagen ist, dass ich das Gestell auch in anderen Farben bekommen kann, zum Beispiel in Chrom. Und es gibt 3 verschiedene Radvarianten, die ich mir aussuchen kann. Es gibt eben eins für den City-Bereich. Es gibt eins für, das nennt sich halt Tracking, dass das so ein bisschen für Unwegsein ist. Und dann gibt es dieses All-Terrain halt für jedes Gelände. Wir starten oben einmal mit der Tragewanne mit drauf. Die hat hier hinten wieder einen Reißverschluss, dass ich das Dach wieder weit nach vorne ziehen kann. Hinten erscheint gleich wieder so ein Lüftungsfenster. Oben drauf haben wir den Spielbügel. Hier ganz praktisch, ich kann ihn zur Seite schwenken, so habe ich immer die Chance, halt gut ans Kind ranzukommen. Weil der Tragebügel oder Spielbügel ist gleichzeitig dafür da, das abzunehmen und natürlich die Wanne hier auch fest im Griff zu haben. Ist eine wirklich große Wanne, sie ist dadurch allerdings ein bisschen schwerer vom Gewicht her, aber sie hat ein schönes großes Liegemaß mit drin. Das Gestell, die Höhenverstellung ist hier mit einer Teleskopstange. Wir haben unten einen großen Korb, den kann ich hier nochmal aufklappen, dass ich den Stauraum praktisch erweitere. Vorne haben wir die beweglichen Räder, die ich mit dem Hebel hier vorne wieder arretieren kann. Hinten ganz klassisch die Trittbremse. Das Gestell, was wir hier haben, hat hinten speziell nochmal wirklich verstärkte Federung mit drin, dass man auch an der Stelle merkt, dass der Wagen dort mitgeht. Reinschieben. Und hochziehen und dann habe ich ihn schon zusammengeklappt. Vorteil hierbei ist halt wirklich ein schönes, flaches Paket. Wie bei allen anderen Modellen auch hier natürlich die Möglichkeit wieder da, alles abzunehmen und die Räder halt eben separat zu verstauen. Die Firma Cybex ist auch bekannt durch Autositze und daher bieten die natürlich auch für ihre Modelle die passenden Adapter an. Und die sind inklusive, die sind mit dabei. Da einfach oben drauf klicken. Und dann gibt es verschiedene Produkte. Wir haben uns jetzt hier einmal die Cloud-Kuh ausgesucht. Die Cloud-Babyschale hat den Vorteil, dass ich hier zum Beispiel das Kind nochmal in die Liegefunktion bringen kann. Dadurch, dass wir uns hier für die 2-in-1-Variante entschieden haben, bauen wir jetzt einmal diese Wanne um zum Sportwagen. Das Einzige, was an diesem Ganzen jetzt bestehen bleibt, ist der Bügel, das Dach und der Außenrahmen. Man löst die Teile, das ist nur draufgesteckt. Und dann haben wir hier an den Seiten Möglichkeit, mit dem Reißverschluss die Wanne einmal aufzumachen. Wenn ich das nicht mehr brauche, habe ich im Keller halt nicht so einen kompletten Aufsatz, sondern einfach nur so ein Stoffteil, das ich halt eben weglagere und ich habe nicht so eine große Schale herumliegen. Das ist dann der Sportwagenaufsatz. Hier oben sehen wir die Rückenlehnverstellung, daran erkennen wir, dass oben ist. Und wir stülpen den einfach oben drüber. Einfach festziehen. Auch das ist ein Aufwand, den ich halt einmal betreibe, wenn die Wanne halt zu klein geworden ist. Sitzplatte, Spielbügel und dann kommt das Dach wieder rauf. Was man hier von der Seite ganz gut sehen kann, wir haben halt nicht diese ganz flache Liegefunktion, sondern wir haben dieses ergonomische, dieses gewinkelte ein bisschen, dass die Beine halt immer mit in die Bewegung gehen. Wir haben natürlich auch hier wieder den Spielbügel, den wir aufmachen können zum leichten Rein- und Rausklettern. Wir haben das gleiche Dach, das hat sich ja nicht verändert, dass wir auch hier wieder diese Sonnenblende nach vorne setzen können. Und wir haben auch hier natürlich die Möglichkeit, den Aufsatz abzunehmen und andersrum draufzusetzen. Ist ein sehr stylischer Kinderwagen, sehr modern und versucht wirklich viele Komponenten mit reinzubauen, die auch die Bedienung und die Handhabung sehr leicht machen.